Ah, wie gut. So, was erkundet man jetzt? Das da markiert. Das ist aber richtig mit der Zigarre. Aber so, du musst so langsam irgendwo vorbeifahren, oder? Aber diese Hupe. Diese hässliche Hupe. Oh mein Gott. Full Speed. Oh, es geht viel schneller. Oh ja. Gates. So musst du fahren, um die Reifen aufzuwärmen, gell? Oh mein Gott. Wee, hey, hey. Was hat denn der eigentlich? Ja, Storage ist größer. Ja, definitiv. Zwar nicht allzu viel, aber es, ich glaube, eine Reihe ist komplett. Man kann uns auch Autos bauen. Ja, das ist die Frage, ob wir die Autos überhaupt brauchen. Wie viel, also was genau der Unterschied ist und die Vorteile zu den Autos. Ja, ich werde auf jeden Fall mal einen testweise bauen. Ja, eins auf jeden Fall. Dann kann man mal gucken, lohnt sich ein zweites oder ist es halt nur, wenn wir wirklich zu zweit spielen, nehmen wir das Auto und wenn wir alleine spielen, nehmen wir die Bikes. Du Drecksvieh. Er lebt noch. Der hat einen Vorwärtssalto gemacht, oder was? Stich ab, du. Achso, denk dran wieder, dein Bike abzuschließen. Hab schon. Das hier ist Ölschiefer. Warte mal, ich hab doch gerade was markiert. Ja. Ja, ja. Ach, das ist sogar schon. Achso, ja, das ist hier. Hier, direkt links. So. Ich hab jetzt... Hier, guck mal. Bam. Mit einem Schlag. Was ist los? Ich hab jetzt Stufe 5 Werkzeuge. Gerade ruckelt's aber brutal. Heilige Scheiße. Jetzt hat's aufgehört. Ab und zu hat das Game so eine Phase. Benzin braucht man ja jetzt doch schon. Oh, ja, Messing. Aber gut, wenn du schon mal das auch herstellen kannst. Benzin? Das, wenn du das Dings herstellen kannst, kannst du Benzin eigentlich auch herstellen. Das muss man lernen. Mhm. Ölschief, warte mal. Gas can recycle? So. Oder yes, yeah, science? Habe ich nicht science? Yeah, science. Habe ich nicht. Hast du das also wahrscheinlich irgendwo mal gefunden? Oder? Nee, ich kann es auch nicht. Das braucht man Professor, Stufe 2 ist das. Das heißt, du kannst jetzt auch Stahl... Nee, für die Stahlwerkzeuge braucht man kein Rezept. Da, doch, also man muss es finden. Oder erlernen halt. Nee, Steel Tools Schematik kannst du nicht erlernen. Also hier steht zumindest. Hä? Ja, aber das stand doch da dabei, oder nicht? Ich kann auf jeden Fall keine Stahlwerke. Forge? Nee, da steht nur Forge Steel in Forges. Das heißt, für die Werkzeuge musst du das finden. Und zwar. Da müssen wir auf jeden Fall Glück haben, aber ich meine. Steel Tools Schematik ist ein eigenes Ding. Oh. Very gut. Jetzt gehen wir hier rein. Bam. Was ist hier los? Wer muckt hier rum? Ich sehe auf der Karte. Ja, der ist direkt hier nebendran. Ja, ich hab den noch nicht geholt. Ich gehe da mal gerade hin, ne? Habe ich nicht viel getan.
Ich fahre mal kurz hin. Hier ist übrigens noch eine Farm. Mit Wildschweinen. Spike ist halt schon pervers, der Sound. Oh. Kannst du Zementmixer herstellen? Ja, wieso? Ich hab'n Schema da gefunden dafür. Ich lerne es einfach. 4x4 Trucks. Truck Accessor Schematic. Also, weißt du, dass du vorne so ein Kuhfänger oder so einen Scheiß dran bauen kannst? Kann ich dir geben. Kannst du auch diese Hupe. Mit Zombies umrammen natürlich nicht verkehrt. Autsch. Schöne Scheiße drin gehabt. Ich glaube, die haben Bock hier. Ich glaube, die haben Bock. Rest mal nicht so rum, ja. Warum schmeißt du Bier weg? Nur die Sachen ist. Hey, oh, sind ja ganz schön viele da. Oh mein Gott. Verdammt nochmal. Warte. Hier. Ich trink das einfach aufs Salz. Oh mein Gott. Ich hab Bier getrunken. Kann man nur für das Auto verwenden, oder? Da steht da, 4x4 Truck. Dingsbums. Warst du schon komplett oben? Gibt's hier oben nicht nochmal einen Waffensafe? Learn how harvest coffins for bones, jewelry and this game. Dann Coffins. Coffins? Ja. Coffins sind Särge. Ich wusste, dass hier ein Waffensafe ist. Und komm. Geh auf. Oben oder was? Ne, ganz unten, Erdgeschoss. Ganz hinten. Ja. Tu es. Tu es. Haha. Oh, perfekt. Hä? Kampfmesser neues. Ja. Vorschlagkammer. Brauchst du eine Armbrust? Nö. Wird alles zerstört. Warteschlange ist voll. Nehmen wir den Kapp ist mit. Ich glaube, wir haben hier alles, oder? Ja, sieht gut aus. Aber hier die ganzen Müll aufgesammelt. Müllhaufen. Ist nichts mehr. Wo war denn der Ausgang? Den Sedan kann man noch abbauen. Meistens Motorenöl und was weiß ich. Ich kann nur Medical-Zeug und so daraus bekommen. Wenn ich dieses Buch gefunden habe. Ne? Wiegt zu viel, das macht nichts. Das ist mein Bike. Den ganzen Trash da mal einlagern. Alles, was ich halt nicht brauche, lagere ich da ein. Ist eh genug Platz. Ich hätte gesagt, direkt die Farm, weil da waren Wildschweine, die habe ich gesehen. Guckst du dir an, wie sie da sitzen. Ich würde rüber springen. Wenn nicht, dann kann er jetzt. Da ist bestimmt mit irgendwo noch eins. Innen drinne wahrscheinlich.
Geh mal einfach vorne rein. Ich sehe doch deinen liegen. Ah, das ist die alte Scheune. Aber wir waren ja noch in der Scheune drin, gell? Aber diese hier ist eine andere. Komm schon. Das ist die Scheune. Waren wir doch ein bisschen zu schnell. Das heißt aber... Du meinst, ob ich eine Schaufel dabei hab? Nee, gut, das ist eine dabei. Ich hab auch eine. Hier ist zumindest kein Vieh mehr drin. Brauchen wir das eigentlich, das Zement? Nehmen wir das mit. Das Zement? Ja, wenn diese Säcke ja passt. 55. Ja, wir können es mal abbauen. Ist halt Zement, was wir sparen, ne? Hier baut man sogar kleine Steine ab. Wenn noch Platz... Ich nehme sie mal mit und falls der Platz nicht reicht, schmeiße ich was dafür weg. Das ist eine Idee, ja. Beziehungsweise schmeiße ich Zement weg. Diese Dinger kannst du auch abbauen. Die geben kleine Steine. Damit kannst du auch irgendwas machen. Oh mein Gott. Ich dachte, das Ding explodiert. Naja, aber haben wir doch getestet gehabt. Die explodieren doch nicht mehr. Schade, schade. Naja, ich probiere mal die Kiste aufzuknacken. Komm schon. 6 Sekunden. Du schaffst es. Nutzloser. Ha, ich nehme mich mit. Maiskolben, ehrlich? Sollten vielleicht auch mal mitnehmen, die Maiskolben, weil da kann man auch Essen draus machen. Ja, also gar nicht so schlechtes Essen. Und hier sind, diese, gerade die Farmen sind ja voll mit, oh mein Gott, Mais-Dingern. Ja, hier gibt's nichts, da war nichts, hier ging's raus. Ach. Das heißt, wir müssen nur die frischen mitnehmen quasi. Sind noch einzelne drin. Aber ich habe ein paar Maiskolben dabei. Sehr gut. Warte kurz. Schlag das ab. Nehmen wir einfach das hier nebendran. Ah, das ist das Ding. Irgendwo. Kann ich irgendwo hier der Eingang? Ja, verbrannte. Verbrannte. Brande sind relativ easy, weil die sterben meistens direkt manchmal.
Aber wenn die mal zu nahe kommen. Komm ich da dran? Scheiße an der Waffe. Oh. Ich hab Arschframes gerade schon wieder. Ah, hab ich auch gehabt. Aber nur kurz. Ja, jetzt momentan geht's. Oh, shit. Nein, natürlich. Lootest du etwa? Hast du noch Zeug? Ne? Nee, das war das letzte. Also, du hast keine Verwende mehr? Jetzt nicht mehr. Jetzt muss ich hier schmeiß welche hin. Musste vorhin einen benutzen, weil die heilen auch. Ich benutze. Die heilenden habe ich selten. Ich hatte mal gefunden. Okay. Der steht einfach nur da. Ach, das wird diese Geschichte, ja. Mhm. Oh mein Gott. Ey. Wenn das nicht so Arsch ruckeln würde, würde ich auch was sehen. Junge, was ist denn los? Verdammt nochmal. Verdammt nochmal. Sag mal, Kinder. Ich treff die nicht. Heavy Metal. Glaubst es? Ich glaube, wir sollten das Eisenstück hier mitnehmen, oder? Nein! Warum? Ich fall schon wieder runter. Ach, geil, du bist oben durch. Was machst du ständig? Das Scheiß rumgeschwungen und dann das Gelecke dazu. Hat's nicht gerade. Ein Malerpinsel. Naja. 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 Ich glaube, das Eisen hier sollte ich mitnehmen. Es gibt nur dieses normale Eisen, ne? Quatsch. Geh doch da. Ich glaube, das war's. Ja, oder? Nichts weiter gefunden. Warte mal, wir sind da. Hier waren wir noch nicht dran. Hier? Kann man rein, aber da muss man irgendwie separat durchboxen. Ich sehe, du hast was vergessen, falls du hier drin warst. Okay. Kiste da oben. Warte, hab ich nicht geguckt. 4 Lockpicks. Ja. Sagen wir gehen einfach weiter Richtung Westen von hier aus. Holme-Depot. Da geht's da hinten. Jetzt muss ich kurz gucken. Komm gleich. Nee. Gibt's nicht. Holme-Depot. Holme-Depot. Das heißt eigentlich Home-Depot. Wahrscheinlich. Aber vielleicht dürfen die das nicht benutzen. Nein, nicht. Die wollen es nicht benutzen. Verdammten Bauarbeiter. Oh. Bam. Den wollte ich nicht abschießen. Der wird komplett zerstört. Schön nur dieses Buch, Case. Nein. Was habe ich da gelootet? Urban Combat. Ja, go. Hä? Okay. Hast du Koch gelernt? Nee. Nimm mal das hier. Ich hab's gar nicht aufgesammelt. Genau, Gold, Miete. Ja. Weil ich hab. Das ist ja das erste Ding, was man lernt, quasi. Hä, siehst du das? Siehst du, was der macht? Der macht Urban Style und dreht sich. Ja. Hat er vor.
Der dreht sich einfach im Kreis. Nein, der. Alter, boah. Es ruckelt wie Scheiße da drin. Ich weiß nicht, was das ist. Ich guck mal, ob ich irgendwas im Hintergrund aufmache. Firefox. Wie scheiße ruckelt es bei mir nicht, aber es ruckelt. Ja, ab und zu habe ich halt schon perverse Jobs. Hörst du das? Da will einer rein. Siehst du den? Aha. Hallo. Warum ist im Ausguss 12er Munition? Alter, immer wenn ich irgendein Körperteil von diesen Viechern abtrenne. Junge! Ich bin hier Gangbang gerade. Da war hinter mir einer, der ist gerade runtergefallen. Lecker. Scheiße. Ich hab Dynamit, ich benutze die. Wenn es sein muss. Öl. Können wir alles mitnehmen, gell? Also wollen wir die alle dann mitnehmen? Nee. Oh, ein Soldaten. War das Nacken? Oh, der rennt! Ich hab ihn in den Arsch. Oh, oder so. Geht auch. Gesicht trifft, reicht schon. Hier ist der rausgekommen. Hier muss guter Stuff geben, wenn der hier rauskommt. Geht's da drüben rein? Gehen wir durch. Will ich jetzt? Ja, genau. Hau drauf einfach. Kann jetzt nicht sagen, dass hier krasses Zeug gibt. Ja, noch ein Stockwerk. Aha, viele Schreibtische. Hä, da geht's rüber. Ach, guck mal, da geht's. Ah. Ach, guck mal. Ich glaube, das sollen Hinweise sein. Jetzt habe ich das verstanden. Hier liegen ja überall diese Dinger rum. Hier, diese Lampen. Mhm. Und die scheinen immer auf den... Weißt du, auf den Gang, wo man lang gehen muss. So Granatenschematik schon erlernt wahrscheinlich, nicht? Ja, ich habe Granaten und ich habe Sticky-Granaten auch. Nee, Kontaktgranaten war das andere, genau. Okay, ich habe eine Granatenschematik gefunden. Hier... Eigentlich. Siehst du das? Dieser Handscheinwerfer, der leuchtet hier auf den Gang. Das heißt, dass man hier lang muss. Das ist gut. Hast du zugelernt? Oh, hier hätten wir rausgemusst. Ah, gut. Hä? Ah, aha. Guck mal hier. Und dann hier und dann hier. Very gut. Ab zurück in die Reihe mit dir. Das ist ein Leuchtner. Uiuiui. Yep. So, momentan ruckelt schon ein bisschen hart. Der Leuchtner kommt. Der Leuchtner kommt. Ah. Jetzt schnell. Ich komm nicht weg. Was? Achso. Hä? Ich muss nachladen. Ah, ich stehe. Er ist tot. Mal den. Jetzt kommt der auch noch. Oha. Wie die mal nichts fallen lassen hier. Hä, wo ist mein ganzes. Alter. Ich muss hier Wasser trinken. Er ist schon wieder ausgetrocknet.
Geh doch, du Pappnase. Ein Stash. Aha, okay. Eisenspitzhacke und eiserne Feueraxt. Weg damit. Und das hier. Oho. Aha. Der steht. Super. Ja, warum nicht? Ach, guck mal, hier ist jetzt wieder. Da was drin ist. Boah, Risiko. Ich mache Assassin's Creed Style. Ja. Wenn ich Assassin's Creed Style mache, sterbe ich wahrscheinlich. Oh. Jawoll. Ich bin draußen. Ich hab gerade ein brennendes Fass eingesammelt. Ich dachte, die kann man nicht mitnehmen.